Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der PwC Accounting and Reporting Talks, in der wir Ihnen heute einen Überblick über die Neuerungen des DAS 26 assoziierte Unternehmen geben wollen. Wir, das sind mein Kollege Dr. Henning Meyer und mein Name ist Michael Deubert. Wir sind beide Mitarbeiter im National Office der PwC in Frankfurt. Der DAS 26 löst den DAS 8 ab und ist erstmals anzuwenden für Konzerngeschäftsjahre, die nach dem 31.12.2019 beginnen, für verpflichtende und freiwillige Konzernabschlüsse nach HGB und Publizitätsgesetz. Das heißt, bei Kalenderjahr gleichem Geschäftsjahr erstmals in 2020. Im Vergleich zum DAS 8 enthält der DAS 26 eine Reihe von Detail- und Zweifelsfragen, die da behandelt werden. Inhaltlich hat er zwei große Themengebiete. Einerseits die Anwendung der Equity-Methode gemäß 312 und dann konkretisiert er, Henning, die Tatbestandsvoraussetzung für das Vorliegen eines assoziierten Unternehmens. Was enthält der DAS 26 dafür Regeln, beziehungsweise wo haben wir vielleicht Unterschiede zum DAS 8? Ja, Michael, vielen Dank erstmal für die Einleitung und auch für die gekonnte Überleitung. DAS 26 sieht zwei Tatbestandsvoraussetzungen für das Vorliegen eines assoziierten Unternehmens vor. Das heißt, erstens, ich brauche Anteile an einem Unternehmen im bilanzrechtlichen Sinne, die ja die Beteiligungsdefinition des Paragraphen 271 Absatz 1 HGB erfüllen. Das heißt, durch die Anteile, durch das Halten der Anteile soll eine dauerhafte Verbindung mit dem anderen Unternehmen eingegangen werden, die dem eigenen Geschäftsbetrieb dient. Das Gesetz sieht hier eine Beteiligungsvermutung vor, ja, ab einer Höhe von mehr als 20% der Kapitalanteile an diesem Unternehmen. Die zweite Tatbestandsvoraussetzung ist, ich brauche die tatsächliche Ausübung eines maßgeblichen Einflusses auf die Geschäfts- und Finanzpolitik des anderen Unternehmens. Entscheidend ist hierbei, dass es um die tatsächliche Ausübung dieses Einflusses geht. Ein möglicher Einfluss, der nicht ausgeübt wird, ist nicht ausreichend. Insoweit unterscheidet sich DAS 26 noch von dem alten Standard DAS 8. DAS 26 beinhaltet dann auch einen Katalog von Anhaltspunkten, wann so ein maßgeblicher Einfluss gegeben sein könnte, beispielsweise personelle Verpflichtung, wenn in dem anderen Unternehmen ein Sitz im Aufsichtsrat besetzt worden ist. DAS 26 sieht auch eine widerlegbare Assoziierungsvermutung vor, die ist dann gegeben und hier ist ein Unterschied zu der Beteiligungsvermutung, wenn nämlich zumindest 20% der Stimmrechte an dem anderen Unternehmen gehalten werden. Wenn man jetzt zu dem Ergebnis kommt, naja, bei dem anderen Unternehmen handelt es sich um ein assoziiertes Unternehmen, dann ist die Equity-Bewertung nach 312 HGB anzuwenden. Michael, was regelt DAS 26 hierzu? Ja, da möchte ich drei Punkte ansprechen. Zunächst einmal enthält der DAS 26 detailliertere Ausführungen zu der Frage, welcher Abschluss der Equity-Fortschreibung zugrunde zu legen ist. Klar ist, es ist der letzte verfügbare Jahres- oder Konzernabschluss zu verwenden. Der muss auch nicht auf den gleichen Stichtag wie der Konzernabschluss aufgestellt werden. Aber entscheidend, damit er verwandt werden kann, ist, dass er dem Mutterunternehmen zugänglich ist und die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidungen getroffen sind. Er muss aber nicht festgestellt oder gebilligt sein. Das ist dieser eine Bereich. Dann geht es um die Vereinheitlichung, die Anpassung an die konzerneinheitliche Bilanzierung und Bewertung. Hier besteht ein Wahlrecht. Das kann, muss aber nicht ausgeübt werden. Und in dem Zusammenhang gibt es eben auch immer noch die Frage, inwieweit der Abschluss des assoziierten Unternehmens an die handelsrechtlichen GOB angepasst werden muss. DAS 26, die Begründung, der kann man entnehmen, dass das nicht erforderlich ist. Das bedeutet für die Praxis, dass unmittelbar IFRS-Abschlüsse für die Equity-Fortschreibung verwandt werden dürfen, es also keine HGB-Überleitung mehr bedarf. Das, denke ich, ist eine erhebliche Erleichterung für die Praxis. Und dann sozusagen noch als dritten Bereich die erstmalige Equity-Bewertung. Hier wird im DAS 26 ganz klar geregelt, dass auch wenn sich in erster Stufe, also aus der Gegenüberstellung der Anschaffungskosten, der Beteiligung und dem darauf entfallenden anteiligen Eigenkapital ein aktiver Unterschiedsbetrag ergibt, kann der durch das Aufdecken von stillen Reserven und Lasten unter Berücksichtigung latenter Steuern, kann der in zweiter Stufe sozusagen umschlagen in einen passiven Unterschiedsbetrag. Das DRS C sagt da ganz klar, das ist kein Verstoß gegen das Anschaffungskostenprinzip, weil das findet nur in der statistischen Nebenrechnung statt.
Wichtig ist aber, dass diese Vorgehensweise dazu führt, dass die Anschaffungskosten der Beteiligung verursachungsgerechter also verteilt werden auf die stillen Reserven und Lasten und auch die sonstigen, ich sag mal, kaufpreisbestimmenden Bestandteile. Also wenn ein erwarteter Restrukturierungsbedarf im Kaufpreis sozusagen als Abschlag berücksichtigt wurde. Henning, welche weiteren wesentlichen Unterschiede zwischen DRS 8 und DRS 26 gibt es denn sonst noch? Ja, im Vergleich zu DRS 8 beinhaltet DRS 26 relativ umfangreiche Regelungen zur Zwischenergebniseliminierung. Zwischenergebniseliminierung im Rahmen der Equity-Methode hat grundsätzlich anteilig in Höhe der Beteiligungsquote zu erfolgen. DRS 26 unterscheidet hier zwischen den Upstream-Lieferungen und den Downstream-Lieferungen. Upstream-Lieferungen, das sind solche, wo aus dem assoziierten Unternehmen in den Konzern hinein geliefert werden. DRS 26 sieht hier ein Wahlrecht vor, die Zwischenergebnisse dann entweder mit dem Equity-Wertansatz zu verrechnen oder mit dem Wertansatz des empfangenen Vermögensgegenstandes. Die Verrechnung mit dem Vermögensgegenstand war nach DRS 8 noch nicht zulässig. DRS 26 sagt hier aber auch in bestimmten Fällen, dass eine solche Verrechnung auch nicht zulässig ist. Bei Downstream-Lieferungen, das heißt von Lieferungen aus dem Konzern in das assoziierte Unternehmen herein, naja, da fehlt es natürlich aus Konzernsicht an dem Vermögensgegenstand. Hier bleibt nur die Verrechnung mit dem Equity-Wertansatz übrig. Anderes Thema, was vergleichsweise ausführlich behandelt wird, das ist ja statuswahrende Aufstockung, Abstockung, sprich, was mache ich, wenn ich zusätzliche Anteile an einem assoziierten Unternehmen erwerbe oder Anteile an diesem assoziierten Unternehmen veräußere und dadurch der Status eines assoziierten Unternehmens nicht verändert wird. Das heißt, vorher assoziiertes Unternehmen, nachher auch assoziiertes Unternehmen. Interessant sind hierbei insbesondere die Aufstockung. Beim Erwerb zusätzlicher Tranchen von Anteilen sind hier Unterschiedsbeträge neu zu ermitteln und für diese verschiedenen Tranchen sind hinterher auch bei der Fortschreibung des Equity-Wertansatzes diese getrennt voneinander zu behandeln. Jetzt gibt es aber nicht nur Fälle, wo ja, zusätzliche Erwerbe oder Veräußerung von Anteilen nichts an dem Status ändern, sondern auch solche, wo sich der Status ändert. Michael, was sagt DRS 26 zu solchen Fällen? Ja, zum Statuswechsel, wenn wir da den ersten Fall betrachten, also den Abwärtswechsel, den Übergang von der Equity-Bewertung zur Anschaffungskostenbewertung, das ist vergleichsweise einfach, denn da wird der letzte Equity-Wert vor diesem Statuswechsel wird als Konzernanschaffungskosten in der Folge fortgeführt. Das heißt, wir gehen nicht auf die Anschaffungskosten aus dem Jahresabschluss, sondern wir nehmen den letzten Equity-Wert. Dann haben wir noch das Thema Aufwärtswechsel, also den Wechsel zum Beispiel von der Equity-Bewertung zur Vollkonsolidierung. Da enthält der DRS 26 leider keine Regeln. Hier muss man sagen, entspricht es aber der herrschenden Meinung in der Literatur, dass sozusagen auch da tranchenweise vorzugehen ist. Das heißt, wir führen sozusagen die Zusatzbewertungen der Equity-Tranche dann auch in der Folge in der Kapitalkonsolidierung fort und machen nur für die hinzuerworbenen Anteile, die also den Statuswechsel dann im Zweifel auch ausgelöst haben, eine Erwerbsbilanzierung. Henning, was haben wir sonst noch an Sonderfragen im Zusammenhang mit der Equity-Bewertung? Interessant ist vielleicht nochmal der Umgang mit negativen Equity-Werten. Unverändert gilt, wenn der Equity-Wertansatz negativ wird, dann ist die Beteiligung am assoziierten Unternehmen in der Konzernbilanz erstmal mit dem Erinnerungswert anzusetzen und der Equity-Wertansatz ist in einer Nebenrechnung fortzuführen und im Anhang anzugeben. Besonderheiten ergeben sich jetzt aber durch DRS 26 dann, wenn ich ein Gesellschafterdarlehen gegenüber diesem assoziierten Unternehmen habe, was nicht drittüblich besichert ist und wenn weiterhin Verluste eingefahren werden von diesem assoziierten Unternehmen. Die anteiligen Verluste sind in solchen Fällen, so will es das DRSC, mit dem Wertansatz dieses Gesellschafterdarlehens zu verrechnen, mit der Begründung, naja, durch diese fehlende drittübliche Besicherung hat dieses Darlehen beteiligungsähnliche Risiken inne. Ja, negativer Equity-Wert ist übrigens auch noch ein gutes Stichwort. Ganz zum Schluss, wir müssen natürlich, es geht um die Bewertung einer Beteiligung im Konzernabschluss. Das heißt, wir müssen am Ende auch immer schauen, ob der beizulegende Wert der Beteiligung niedriger ist als der Equity-Wert. Dann sind gegebenenfalls Abwertungen vorzunehmen. Ja, meine Damen und Herren, so viel in aller Kürze. Wir hoffen, dass Sie einen Überblick über die wesentlichen Regelungen des DRS 26 gewonnen haben. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie auch eine der nächsten Folgen der PwC Accounting and Reporting Talks anschauen würden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.